Wer befreit sich aus dem Tabellenkeller der VBL Club Championship? Sowohl Holstein Kiel als auch Arminia Bielefeld kämpfen im direkten Duell um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld. Am 9. Spieltag eröffnen Rohwedder und Ignite den Kampf an der PlayStation. Nach 24 Minuten ergreift der Bielefelder die Initiative. Viele Spieler im Kieler Strafraum, die Schussmöglichkeit. Doch Rohwedder begeht das klare Foul, Elfmeter ist die logische Konsequenz. Chance zur Führung für Bielefeld, doch der Torhüter fischt den Ball aus seiner linken Ecke. Glanztat. Ab in die zweite Halbzeit, jetzt drückt Kiel. Rohwedder mit zwei schnellen Pässen in den 16er. Pfosten! Ein Warnschuss mit Nachwirkung. Der Kieler versucht's gleich nochmal. Erneut über die Mitte, freier Schuss durch die Verteidiger. 1:0 Führung nach 64 Minuten für Holstein Kiel. Da hat die Verteidigung von Ignite nicht gut ausgesehen. Rohwedder bestraft das mit einem platzierten Schuss. Und der wittert jetzt Morgenluft. Eckstoß. Kurz ausgeführt, direkt wieder in die Mitte und wieder ist es die linke Ecke. 2:0, der Sieg ist so gut wie sicher. Ignite will es nochmal spannend machen, setzt den auf Zeit spielenden Rohwedder unter Druck. Mit Erfolg, Chance zum Anschluss. Doch der Abschluss kommt nicht, das war ein Pass zu viel. Auf der anderen Seite Kiel nochmal mit der Möglichkeit. Der Torwart verhindert den dritten Treffer, dennoch gewinnt Rohwedder das erste Spiel für Holstein Kiel mit 2:0. Im Duell an der Xbox liefern sich Samstag und Wut eine Abwehrschlacht. Erste Chance von Samstag in der 29. Minute. Wut nähert sich wenig später ebenfalls dem gegnerischen Kasten. Doch das zähe Ringen bleibt in der ersten Hälfte torlos. Auch nach dem Seitenwechsel wollen beide Kontrahenten den entscheidenden Pass spielen. Doch in letzter Sekunde war meistens noch eine Hand oder Fuß dazwischen. Wut mittlerweile mit mehr Spielanteilen und damit wird's gefährlich. In den Strafraum, Drehschuss! Es geht weiter mit dem Eckball. Langer Ball, Wirrwarr vor dem Strafraum. Schuss abgeblockt. Nachschuss, Tor! Doch der Treffer wird nicht anerkannt. Zum Zeitpunkt des Schusses stand der Vollstrecker im Abseits. Viele Aufreger, allerdings keine Tore. Samstag und Wut trennen sich mit einem 0:0. Im 2 gegen 2 hat Kiel die Chance, mit einem Sieg 7 Punkte zu holen. Bielefeld will mit einem Erfolg die Wogen glätten. Und das Arminia-Duo meldet sich früh zum ersten Mal zu Wort. Krapsi irritiert Kiel mit dem Dragback, wird aber im letzten Moment noch abgeblockt. Bielefeld bleibt weiterhin am Drücker. Wut findet die Lücke im Zentrum. Krapsi sagt Danke und schießt ins untere rechte Eck zur Führung. Holstein Kiel im direkten Gegenzug. Samstag will durchstecken, doch Wut passt auf. Oder nicht? Das wäre fast ins Auge gegangen. Kiel riskiert mehr. Bielefeld nutzt den Raum für Konter. Ein langer Pass genügt zur Chance. Querpass, Ball um den Verteidiger und Keeper. Rein ins Glück. Und Bielefeld legt nach. Krapsi mit dem Solo. Wunderschöner Abschluss. 3:0 für Bielefeld. Das Ding ist durch. Rohwedder und Samstag kombinieren einmal perfekt. Schöner Querpass und direkt ins Tor. Beim Ehrentreffer bleibt es aber. Das Doppel geht an Arminia Bielefeld. Über die Punkteteilung können sich beide Teams zumindest ein bisschen freuen. Holstein Kiel rückt auf Platz 17 vor, Arminia Bielefeld belegt derzeit Rang 19. Alle weiteren Informationen zur VBL erhaltet ihr auf esports.com und der offiziellen Seite der Virtual Bundesliga.